Ja moin, Mahlzeit oder auch Abend. Nachdem ich letzte Woche Del Toros wunderbaren Film Hellboy in den Fingern hatte, musste ich mich jetzt ja zwangsläufig der Fortsetzung widmen. Und hier ist er. 2-Disc Steelbook DVD Edition Hellboy 2, die Goldene Armee. 115 Minuten FSK 12 und wir führen wunderbar die Story weiter. Hellboy und Liz haben ein paar Beziehungsprobleme. Nebenbei verliebt sich Abe und die Goldene Armee, die nur aus Legenden bekannt ist, versucht die Welt zu vernichten. Also die Menschheit, um genau zu sein. Aber hey, wer achtet schon auf Details? So, wie immer Del Toro seine Filme halt aufbaut, ist ein bisschen mehr drin, als man meinen sollte. Ein bisschen eine kleine Prise Prinzessin Mononoke. Und er schafft halt wirklich ein wunderbares Konstrukt innerhalb weniger Minuten für den Zuschauer, was einen gesamten Kosmos ergibt. Also man könnte jetzt sagen, oh, ich weiß ja nicht. Aber er hat irgendwie dieses Talent, was ihn ja nun auch auszeichnet, wie gesagt, Pans Labyrinth ist ganz typisch dafür, mit wenigen Bildern und einem kurzen Abschnitt eine gesamte Welt zu kreieren, vor den Augen des Zuschauers. Hier haben wir halt plötzlich wieder eine uralte Sage und diese Sagen kommen zu Leben. Ja, ein uraltes Volk führte mal einen Krieg mit Menschen, als sie die Menschen nicht besiegen konnten, weil die Menschen sich nur zahlenmäßig als überlegen erwiesen und sich rasend schnell vermehrten. Kenne ich irgendwoher das Problem? Beschlossen sie, eine goldene Armee zu bauen, die ihnen dann half, die Schlachten zu gewinnen. Aber als man die Konsequenzen sah, wurden sie weggesperrt. Ein Friedenspakt wurde geschlossen und das Artefakt zur Steuerung wurde versteckt. Tja, klassischer Aufbau. Und wie es nun mal mit Storys so ist, solche Sachen bleiben nie lange verborgen. Also, naja, lange ist relativ filmtechnisch betrachtet. So. Wie gesagt, während das Team um Hellboy zu seinem Alltag nachgeht, er ist immer noch undercover unterwegs, was ihn tierisch annagt, was bei einem, ich sag jetzt mal, 20-Jährigen oder in seinen Twenties, wie es so schön im Film gesagt wird, verständlich ist. Man will sich nicht immer verstecken, man will akzeptiert werden von der Gesellschaft. Ja. Irgendwann tritt es halt zutage, was passiert. Wir haben plötzlich Zahnfeen da, die gar nicht so nett sind. Die legen dir kein Geldstück unters Kopfkissen. Die nehmen deine Zähne auch, wenn du sie gern noch selber hättest. Ja, und das Team stolpert da mehr oder minder rein. Abe hat da auch so sein Schäflein zu beizutragen. Und wir nähern uns gerade dem Punkt, an dem ich mich jedes Mal tierisch ärgere. Denn Del Toro hat richtig geile Arbeit gemacht. Wie gesagt, der Wie ich ja letztes Mal schon sagte, er hat mit dem Erfinder des Comics zusammengearbeitet, was sehr viel Originaltreue beinhaltet. Und es ist halt auch einfach eine coole Story, die aufgebaut wurde. Aber es gibt keinen verdammten dritten Teil. Wir haben keinen Abschluss. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das denn so schlimm? Naja, nicht zwingend. Würde in dem Film nicht gespoilert werden, dass Hellboy noch ein sehr, sehr großes Schicksal bevorsteht. Leider werden wir nie erfahren, welches. Denn Del Toro hat immer mal wieder gesagt, ja, ich habe jetzt dieses Projekt, machen wir aber danach. Ja, jetzt habe ich das Projekt, aber danach machen wir Teil 3. Auch Ron Perlman meinte immer, hey, Hellboy 3, ich bin dabei. Wunderbar, vielen Dank dafür. Die Bereitschaft war auf jeden Fall da und das letzte Mal hieß es dann, ja, von Del Toro, wenn ich Pacific Rim 2 gut mache, dann hat man mir zugesagt, wird Hellboy 3 stattfinden. Tja, still ruht der See. Es hat Ewigkeiten gedauert. Pacific Rim 2 ist jetzt angeteasert. Aber Ron Perlman verkündete, sorry, Folk, hundertprozentig sicher, Hellboy 3 wird nie stattfinden. Jetzt hätte man das Ganze natürlich auch als Comic vielleicht noch beenden können, dass man zumindest einen Abschluss hat. Da hat dann der Erfinder Hellboys gesagt, sorry, auch das wird nicht passieren. Das finde ich sehr, sehr frustrierend. Wie gesagt, Del Toro hat einfach so eine gewisse Magie in seinen Bildern. Ich finde es absolut genial. Es ist nicht für jeden was. Und wenn ich nochmal jemanden sagen höre, Pans Labyrinth sei was für Kinder, der kriegt einen Tritt. Wie gesagt, allein so diese Schattenwelt, in Anführungsstrichen, diese Welt neben der regulären, die hier aufgebaut wird mit einem Trollmarkt und diesen ganzen Wesen, es ist so geil. Tja, und dann verlassen Sie uns.
Nun soll es 2019, 2020 soll es eventuell neuen Hellboy geben. Ich glaube es erst, wenn ich den Trailer tatsächlich sehe. Bin natürlich sehr, sehr enttäuscht darüber, wie man vielleicht merkt. Aber Hellboy 2, wenn ihr Teil 1 mochtet, wird Teil 2 definitiv nicht verkehrt sein. Ihr werdet richtig schön Spaß haben. Da gibt es gut auf die Umme. Es ist optisch beeindruckend. Also den werde ich tatsächlich im Schrank stehen lassen, obwohl ich bei der Verkündung von Ron Perlman kurz überlegt hatte, Del Toro auf einer Filmmesse einfach die Filme vor die Füße zu schmeißen, weil ich so enttäuscht war. Aber jetzt habe ich ihn gesehen und ich stelle wieder fest, ich mag ihn. Trotz allem. Gott, das ärgert mich. Damned. Ja gut, wie gesagt, ich empfehle ihn euch auf jeden Fall. Und um mich etwas abzulenken, werde ich bei der nächsten Review zurückgehen ins Jahr 1978. Ein Anime, weil wir gerade Prinzessin Mononoke kurz erwähnt hatten, also ich habe zumindest einen Gedanken, werde ich zurückgehen ins Jahr 1978. Ein berühmter Anime, der dann auch später in Deutschland kommen sollte und dann Ewigkeiten nichts mehr von zu hören war, bis vor kurzem tatsächlich eine Collector's Edition erschienen ist. Recht teuer, nett gemacht und sorgte für einen Gesprächsbedarf. Aber dazu nächste Woche mehr. In dem Sinne, immer schön zu heute bleiben. Bis denn!